Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich sitze hier auf der nächsten Maschine, die ich euch erklären möchte. Wer diese Maschine in seinem heimischen Fitnessstudio hat, der kann glücklich sein, denn die ist ein Knaller. Eine der besten Isolationsübungen, wenn nicht die beste Isolationsübung für die Brust. Und die Brust ist ja bekanntlich euer Lieblingsmuskel. Von der Gym 80 Line, die startet ja, wie ihr kennt, wie ihr wisst, vor allem McFit aus, aber auch ein paar andere Studios und immer mehr greifen darauf zurück. Also, auch selbst bei anderen Herstellern gibt es vielleicht eine ähnliche Maschine. Das hier ist eine fliegende Maschine, plate-loaded. Das heißt, ihr könnt das Gewicht bestimmen, ist vor allem für die kräftigen Jungs ganz toll, weil ihr da natürlich richtig viel draufladen könnt. Aber glaubt mir eins, bei der Übersetzung hier, deswegen sieht das hier so seltsam aus, braucht ihr gar nicht viel Gewicht. Und selbst die Brummer unter euch mit einer richtig starken Brust werden da nur relativ wenig drauf tun müssen und kriegen da ordentlich Blutfluss in die Brust. Und wie? Das zeige ich euch jetzt. Dazu gibt es nämlich ein paar Sachen nur zu beachten. Allerdings muss ich sagen, relativ wenig. Hier könnt ihr relativ wenig falsch machen, wenn ihr nicht schon grundsätzlich beim Brusttraining etwas falsch macht. Also, wir haben hier die tolle Hebelübersetzung, wie ihr seht. Alles schön frei beweglich. Die ist unilateral, heißt, ihr seht, das geht getrennt voneinander, was auch ein Plus ist, was eine ganz tolle Sache ist. Und durch diese Hebelwirkung habt ihr einen riesen Vorteil und das macht diese Maschine aus und wie ich eben meine, zur besten Isolationsmaschine. Hier habt ihr von unten bis oben hin, von unten bis oben in den beiden Winkeln, von da bis da, eine sehr gleiche Kraftverteilung und Gewichtsverteilung. Wir wissen, wenn wir Fliegende einzeln machen mit einer Kurzhantel, bei vielen verpönt, ich kann immer noch sagen, eine der stärksten Übungen für mich, auch für die Brust. Man muss sie nur richtig machen, darf sich nicht verletzen und das kann schwer sein und man kann auch viel falsch machen. Halte ich trotzdem noch für effizient, nur da ist das Problem, hier unten hat man eine monströse Belastung, nämlich die komplette Belastung der Kurzhantel, die man in der Hand hat. 90 Grad zur Schwerkraft, Hardcore. Hier oben hat man fast gar keine Belastung mehr für die Brust. Und das ist das einzig wirklich Schwierige, was auch einen kleinen Vorteil geben kann, aber es ist schwierig, bei der Brust da das richtige Gewicht zu finden, bei den Fliegenden. Hier hat man das nicht, hier hat man eine sehr gleichmäßige Verteilung und besonders im Peak, besonders hier oben, spürt ihr richtig, wie eure innere Brust mitarbeiten muss. Heißt nicht, da werdet ihr mehr aufbauen, denn auch das ist eine Sache, da die Muskelfasern quer verlaufen, könnt ihr nicht mehr innere aufbauen und mehr äußere. Das ist nicht möglich, aber dennoch aktiviert ihr die Brust mit einer größeren Range of Motion und einer gleichbleibenden Kraftverteilung. So viel zu den Vorteilen der Maschine. Dann natürlich Plate Loaded. Ihr könnt also bis zu den kleinsten Gewichten, die ihr dran macht, vorgehen. Jetzt allgemein, aber jeder, der so ein bisschen weiß, wie man die Brust trainiert und auch andere Videos schon auf meinem Kanal gesehen hat, zum Thema Bankdrücken, zum Thema Fliegende, Fliegende an der Maschine und so weiter, der wird immer wieder die gleichen Sachen raushören. Aber auch hier gilt das. Ihr habt hier diesen Hebel, nutzt ihn. Ihr müsst euch nicht gerade bei viel Gewicht die Schultern überdehnen und kaputt machen dann hinterher. Dann geht ihr hoch. Auch hier kann ich nur empfehlen, bei richtig viel Gewicht geht ruhig einzeln vor. Erst die, weil dann könnt ihr mit der anderen Schulter entgegenkommen, habt ihr einen anderen Winkel drin und überdehnt die nicht total. Geht ihr hoch, holt euch die, macht das Gleiche und geht in die Ausgangslage. So, dann Brust raus, Hohlkreuz oder gerader Rücken, Minimum, nicht rund. Die Hände sind platziert kurz unter der Schulter. Dazu muss ich das vielleicht ein bisschen ausführen. Das hier wäre auf Schulterhöhe, das hier ist kurz darunter. Ja, ich bin ungefähr auf dieser Höhe gestreckt. Und fast gestreckt, heißt, ich habe einen kleinen Winkel noch drin, aber den versuche ich auch beizubehalten. Versucht nicht großartig den Winkel zu ändern, weil dann seid ihr nah am Bankdrücken dran. Das ist hier minimal möglich durch diese Rotation der Griffe, aber versucht möglichst gerade zu bleiben und den Winkel nicht weit zu verändern. Hinterher, um das Letzte wieder rauszuholen, könnt ihr den ein bisschen verkürzen, denn dann wird es dadurch ein bisschen leichter. Also, wir sind von dem Arm, von der Handhaltung unten, Brust raus, ins Hohlkreuz rein, Schulterblätter richtig hinten reindrücken in den Sitz und dann kommen wir in diese Lage hier. Da ich kein Gewicht drauf habe, muss ich das eigentlich gar nicht so machen. Ich zeige es euch nochmal. Da sind wir. Und jetzt
Einatmen, Brustkorb richtig weit öffnen, so richtig, als würdet ihr irgendwo in den Alpen stehen und die Luft einmal tief einatmen, richtig den Brustkorb öffnen, tief einatmen. Und aus dieser Position wieder nach oben. Und ihr seht schon, ich atme nicht tief ein, komme raus und dann gehe ich wieder zusammen oder so. Nein, wir bleiben genau so und drücken hier hoch. Heißt, die Schulter ist immer maximal hinten ans Brett dran und maximal unten. Nicht hier oben und nicht hier vorne. Hinten und unten. Und hier raus lässt ihr die Brust mal rein. Und dann werdet ihr vor allem richtig toll merken beim Gewicht daran, dass hier oben ordentlich Zug noch drauf ist, weil es zur Seite zieht. Das habt ihr bei Fliegenden mit den Kurzhanteln nicht. Und auch zum Schluss gerne eine Seite ab, Hebe mit benutzen und ihr seid safe. Tastet euch in dieses Gerät rein, benutzt es erstmal am Anfang mit leichterem Gewicht und ihr werdet merken, nur 10 pro Seite dran und ihr kriegt schon ordentlich einen Pump bei der Sache. Habe ich irgendetwas vergessen? Ich glaube nicht. So, das war's mal wieder von mir. Hiermit habe ich euch wieder eine weitere Maschine vorgestellt. Wer andere Maschinen noch mal vorgestellt haben möchte, wer Fragen zu speziellen Maschinen hat, wer Fragen hierzu hat, gerne in die Kommentare. Ansonsten schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Lohnt sich. Habe ich mir viel Mühe mitgegeben. Und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine mehr. Und vor allem nicht, wenn ihr einen Kommentar geschrieben habt, ich dazu ein Video mache, verpasst ihr es auch nicht. Glocke betätigen und so weiter. Und wem das Ganze hier gefallen hat, lasst es mir symbolisch da. Ansonsten war es das erstmal von mir. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti.